Ja, Leute, was geht? Es geht weiter im Let's Play Starfield mit mir, den Pirates. Wir machen weiter. Wir machen jetzt hier die zweite Mission von diesem Stromding, weil es liegt an der Handelsroute. Und deswegen sorgt sie sich mit der Diskussion und ja, werden wir ihr jetzt Unterstützung. Worum sorgst du dich Ich denn? weiß nicht. Ich glaube einfach, dass am Ende ich den Ärger kriege. Okay. Zoe verdreht die Sachen immer komplett. Na gut, ich passe auf dich auf. Danke. Das ist echt nett. Ich kann reden, glaube ich. Mach dich einfach auf alles gefasst. Mach ich. Na gut. Folge Luisa Reyes. Okay, Wechselspannung. Genau. Wird schon. Das wird schon alles. Und wenn, dann habe ich noch das hier, wenn gar nichts hilft. Obwohl, ich habe viel Munition. Jetzt soll ich mal irgendwo ein bisschen Mini kaufen. Oh, toll. Oh, muss ich. Oh, nee, ich muss jetzt etwas langsam laufen. Genau, da muss ich gleich auch noch rein. Ich wünschte, die Barkeeperin im Viewport würde aufhören, sich zu beschweren. Egal, was sie verloren hat, mit Nörgelei findet sie es nicht wieder. Okay. Ja, sprich mit der Barkeeperin. Geil. Ich mache eine Quest-Serie gegen eine neue. Geil, das brennt. Also hier mal ein bisschen zuzuhören hilft tatsächlich. Weißt du, warum das Geschäft hier schon so lange läuft? Ich sorge dafür, dass sich alle wohlfühlen und ich lasse mir nichts gefallen. Gut. Hi, wie geht's? Gut. Hallo. Schon mal Spacern begegnet? Totaler Abschaum. Diese Aasgeier holen sich alles, was vom Koloniekrieg noch übrig ist. Sie durchkämmen alte Labore und Anlagen und lassen nichts zurück, was nicht nied- und nagelfest ist. Alles okay? Ich bin Luisa Reyes. Was du auch weißt, ich war nämlich schon dreimal hier. Ja, ja. Ach ja, die beiden. Natürlich. Und was genau wirfst du mir doch gleich ohne den kleinsten Beweis vor? Der Spannungsabfall kommt aus deinem Gebäude, Zoe. Das wissen wir beide. Und ich kann es jetzt beweisen. Entschuldige, wie war das? Wir haben den Spannungsabfall durch das Netz verfolgt. Hierher. Du kannst dich da nicht rausreden. Ich würde dich bitten, kurz hier zu warten. Ich bin gleich zurück. Mhm. Ah, lief wohl nicht so gut, hä? Okay, aber sei auf alles gefasst. Ich weiß nicht, ob sie mit einer Waffe rauskommt oder Söldner ruft oder sonst etwas. Ich würde Gewalt gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht, okay? Ich feuer nicht den ersten Schuss ab. Reagierst du da nicht über? Glaub mir, ich hoffe es wirklich sehr. Ich sag dir was. Die Leute in meiner Division reden über Zoe. Sie hat jede Menge Einfluss. Ah. Ich feuere den nicht den ersten Schuss ab, aber den letzten. Das ist dramatisch. Danke. Aber auch beruhigend. Ja, weiß ich nicht, ob das beruhigend ist. Ich mach mal kurz die Tür zu, ne? Dann sehe ich wenigstens ab. Nun, ich entschuldige mich, dass ich die Angelegenheit nicht ernster genommen habe. Ich versichere dir, ich werde alles tun, um ihr auf den Grund zu gehen. Du windest dich da nicht raus. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Du bist der Grund. Dein Eifer in Ehren. Aber du solltest etwas mehr recherchieren, bevor du jemanden beschuldigst. Es hat tatsächlich jemand dieses Gebäude genutzt, um Strom umzuleiten. Aber es ist nicht die Handelsaufsicht. Ich habe schon eine Weile meine Verdächtigung. Ich teile meine Notizen gerne mit dir. Jetzt aber sollten wir erstmal unsere nächsten Schritte planen. Ich... Moment. Was? Meine Güte, noch eins. Du hast Miss Reyes vermutlich geholfen, diesem kleinen Problem nachzugehen? Tja, ja. Es gibt offensichtlich noch mehr zu tun. Warum setzt du deine Arbeit nicht fort? Mit einer Zusicherung, dass die Handelsaufsicht dich für deine Zeit entschädigt.
Ich koordiniere alles gemeinsam mit Miss Reyes. Wenn das Mast Zugriff auf das Netz hat, wissen wir bald, wer das getan hat. Und warum. Ich gehe mal davon aus, dass du den Einsatz übernimmst, also... Soweit ich weiß, gibt es auf dem Unterdeck noch einen Verteilerkasten, den du dir ansehen solltest. Okay. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Okay. Gehen wir erst... Hey, ich dachte, du bist unterwegs und... Naja, löst das. Ja, ich löse es ja schon. Okay, dann bis gleich. Aber irgendwie ein bisschen komisch, ne? Oh Gott, hoffentlich knallen die jetzt nicht ab. Ich habe mir das Gefühl... Das könnt ihr auch sein. Ich meine, die wissen vielleicht so, hey, jetzt ich relativ. Obwohl, jetzt könnt ihr nicht wissen. Aber, naja. Wir machen das einfach ohne Zeugen. Nee. Oh Gott, jetzt wird noch ein richtiger Spaß hier, ne? Weil du kannst dich ja so richtig geil verlaufen. Schön, dich kennenzulernen. Oh. Hallo. Ich will auf einem Raumschiff leben. Okay. Dann. Ja, egal, mach. Aha. Geht das nicht? Nein, es geht nicht. Scheiße. Ich weiß, die Barkeeperin braucht noch mal eine Hilfe. Was ist das hier? Das ist ein Auffahrtsterminal? Ne, Information zu New Atlantis. Okay, Alter. Also das wird hier noch ein richtiger... Warte, kann man das jetzt mit der Map gucken? Es gibt keine Oberflächenkarte. Haha, geil. Weil man kann hier nur so durch die Gegend laufen. Oh nein. Oh nein, Leute, wir haben keine Oberflächen. Wir haben hier keine Oberflächenmap. Oh. Ja, toll. Das ist super. Das ist super geil. Oh ja, Leute. Das ist ja mal geil. Ihr habt keine Oberflächenkarte gebaut. Och nee, ne? Ich sehe ja immer nur, wo es hingeht. Was weiß ich, wo es hier hochgeht. Hier. Nee, da war ich schon. Alter, oh, ey, woher war ich dahinter eigentlich? Ich muss da oben rauf. Komm ich da rauf? Komm man da in? Ja, ja, scheißegal. Ne? Hauptsache, man kommt da jetzt drauf. Boah, ja, so, oder? Ja, nee, ja. Nee, muss noch höher. Oh, Leute. Als ob wir das nicht. Als ob ich keine Map dafür hab. Nee, ist klar. Nee, ist klar. In der Kirche habe ich keine Map dafür. Warum sollte man auch für sowas eine Map brauchen? Weil es ja auch so intuitiv weitergehen. Ja. Ich weiß denn nicht, wo ich da hin muss. Och nee, Leute. Oh, ey, das ist ja als bei Elex 2. Da gab es aus irgendeine Fraktion, die ich so scheiße fand, weil die eine blöde Wegführung hatte. Das ist jetzt hier, okay, bin ich auf jeden Fall höher. Bin auf jeden Fall über dem Ziel. Da ist es. Da ist es. Warte mal. Ich weiß, wo es ist. Das muss irgendwie... Oh nee, Leute. Muss irgendwie nach da oben kommen. Und von da oben... Oh, Leute. Ich wollte jetzt hier keine Wegsuche machen. Oh, ey, das... Jede Quest ist, ne? Oh nee, hier drauf ein Glas. Das heißt, ich kann hier nicht einfach... Da kann man von hier aus rausspringen, ne? Das hilft mir nicht.
Polo auf eingezogen. Hilft mir nicht. Toll, das geht natürlich nicht. Oh. Das weiß ich, wo das sind. Weiß jetzt, wo es ist. Aber nicht, wie ich da hinkomme. Jo, das ist eine tolle Weg. Also, das ist ja die. Alter, das ist eine beschissene Wegführung. Warte mal. Ah, oh, es geht nicht, ne? Springen ist nicht so da, nicht, ne? Man. Oder? Nö. Springen kann der Charakter natürlich nicht. Nein. Wie komme ich da jetzt? Wo ist denn? Es muss da irgendwo dafür eine Treppe geben. Oder ist es da oben kein? Wie ein Stang. Kann er einen Stang hochklettern? Nee, das kann er bestimmt nicht, oder? Kann er das? Lass ich kommen. So, jetzt hier mal, weil das so rot ist. Hä, kann er natürlich nicht. Ja, zu einfach. Das ist unmöglich. Oh. Jetzt hier hoch. Oder? Glaube. Ja, endlich. Gott sei Dank. Oh, das ist eine Wegführung hier. Ich hab keine. Du müsstest gleich da sein. Hallo? Funktioniert das Ding? Ich erwarte, dass du mich über verdächtige Aktivitäten informierst. Verstanden. Und Zoe ist auch hier, falls dir das nicht schon klar war. Wir arbeiten zusammen. Leg den Schalter um, dann lotsen wir dich zum nächsten Verteilerkasten. Das war's, danke. Dann wollen wir mal sehen. Okay, jetzt musst du zu Kasten 45A. Der sollte bei Apex Electronics sein. Das soll jetzt aber ein Witz sein, oder? Hast du dasselbe Diagramm wie ich? Es ist doch eindeutig 47B, auf der gleichen Ebene. Zoe, ich weiß, wie man... Ignorier sie und geh zu Kasten 45A, okay? Danke, dass du auf die Stimme der Vernunft hörst. Der Verteilerkasten ist ganz nah. Wir haben das gleich erledigt. Was? Nein! Ach so, ich hab Geld, man kann sich die angucken. Ja, Leute, woher soll ich denn wissen, bevor ich da bin, welcher Kasten welcher ist? Ach Leute, also bitte. Ah ja. Okay. Oh Leute, ihr macht. Das ist. Was steht denn das hier? Nur. Wollte mich zum anderen geben. Hey, du müsstest gleich da sein. Hallo? Funktioniert das Ding? Ich erwarte, dass du mich über verdächtige Aktivitäten informierst. Verstanden? Das war's, danke. Dann wollen wir mal sehen. Okay, jetzt musst du zu Kasten 45A. Der sollte bei Apex Electronics sein. Das soll jetzt aber ein Witz sein, oder? Hast du dasselbe Diagramm wie ich? Es ist doch eindeutig 47B, auf der gleichen Ebene. Zoe, ich weiß, wie man... Ignorier sie und geh zu Kasten 45A, okay? Och nee, wo ist das denn jetzt schon? Nee, bitte, achso. Ich dachte jetzt schon wieder zu. Die wieder blöd. Danke, dass du der Kompetenz einer lebenslangen Mitarbeiterin des MAST vertraust. Also, bitte. Du kommst sicher mit jeder Herausforderung klar, die auf dem Weg zum Kasten wartet. Du machst das super. Aber oh, welcher Kasten? Hä, warte mal. Aber oh, welche Stimme gehört denn zu wem? Ach Leute. Ist das bescheuert. Ich weiß, ja, man kann sich das nämlich, finde ich, nicht vorher angucken. Ja, ich will die halt haben, mit der ich zusammenarbeite. Was weiß ich, was die für eine Stimme hatte. Ach Leute. Mit der ich zusammengearbeitet habe. Wie heißt denn die?
Reyes. Wer ist denn mit Vornamen? Oh, Leute. Welche Spannung? Luisa Reyes. Luisa und Zoe. Okay. Hey, du müsstest gleich da sein. Hallo? Funktioniert das Ding? Ich erwarte, dass du mich über verdächtige Aktivitäten informierst. Verstanden? Das war's, danke. Dann wollen wir mal sehen. Ja. Okay, jetzt musst du zu Kasten 45A. Der sollte bei Apex Electronics sein. Das soll jetzt aber ein Witz sein, oder? Hast du dasselbe Diagramm wie ich? Es ist doch eindeutig 47B, auf der gleichen Ebene. Zoe, ich weiß, wie man... Ignorier sie und geh zu Kasten 45A, okay? Ist das Kasten 45A jetzt? Danke, dass du auf die Stimme der Vernunft hörst. Der Verteilerkasten ist ganz nah. Wir haben das gleich erledigt. Ordentliche Arbeit. Miss Reyes und mir ist aufgefallen, dass der nächste Knotenpunkt auf diesem Diagramm nicht eingezeichnet ist. Sie meint, dass er nicht auf dem Unterdeck ist. Er ist irgendwo oben. Also eigentlich außerhalb meiner Zuständigkeit. Aber wir sind uns einig, dass wir das zu Ende bringen müssen. Wenn du nach oben gehst, rufe ich die richtigen Diagramme auf. Au. Okay, sollte jetzt gehen, ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt aber irgendwann, keine Ahnung, der eine so. Ey, das ist ja geil. So, hoffentlich geht's jetzt. Oh Mann. Hoffentlich klappt das jetzt. Reyes sucht noch die nötigen Diagramme und Pläne heraus, um die Lage korrekt einzuschätzen. Bevor sie zurück ist, mache ich dir ein Angebot. Was auch immer du am Ende dieses Wegs findest, bringst du zuerst mir. Das Mast bekommt von mir, was es braucht. Aber ich handle mit wertvollen Informationen und die wirst du wohl finden. Weiß ich, wem gebe, die Handelsaufsicht bezahlt dich gut, versprochen. Denk daran, während du zum Wohndistrikt gehst. Ich kann die Quelle noch nicht genau lokalisieren, aber irgendwo dort ist sie. Ja. Wohnturm hier. Also irgendwas wird ja hier gespielt. Entschuldigung, aber irgendwas. Aber vielleicht nicht ganz richtig. Ah, das spielt schon wieder. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir brauchen wieder ein Dreier, ein Zweier. Warte. Lass ausnahmsweise mal. Die schon richtig gemacht, sehr gut. Die beiden. Und die beiden. Okay. 3, 2. Oh nein. Oh Gott, ich hatte dann mal vergessen, einen einzustellen. Na gut, egal. Aber hier ist keiner, ne? Hier. Und das ist der Computer.
der war. Letzte Nachrichten. Dockson, meine Leute haben sich bei der Neuverkabelung was einfallen lassen. Jetzt solltet ihr genug Saft haben, um das Programm unterbrochen laufen zu lassen. Also nerv mich nicht länger, ich erwarte meinen Anteil. Und schließe wieder die Tür ab. Hier soll niemand herumschnüffeln, selbst wenn die Geilbank die Fehlquelle merkt. Haben sie keine Spur. Sie werden es als Fehlfunktion abtun. So wie immer. Da das Geld digital ist, können sie so viel herstellen, wie sie wollen. Newman. Aktuelle Sicherheit. Aha. Liefere Luisa, Reyes, Beweise oder liefere Zoe. Ich würde sagen Luisa, Reyes. Reyes, die Beweise. Zoe traue ich nicht. Zoe, die ist eine ganz komische Frau. Oh, das ist aber eine komische Quest halt gewesen. Naja, weil es komisch, eigentlich war die geil, nur die Wegfindung, die war ja mal. Oh, die war ja echt. Echt so ein bisschen eklig, ne? Na gut, aber egal. Ich will einfach wieder zurück. Dann geben wir das Zoe. Dann geben wir das Reyes, meinte. Weil Zoe, da traue ich nicht. Zoe, das ist eine ganz komische Frau. Das ist ein Auto-Terminal, das ist auch ein Auto-Terminal. Wo sind denn diese Aufwärts-Terminals? Na gut, egal. Aber eine coole Quest. Oh, soll ich unter Wasser gehen? Willkommen im Mast. Wenn du einen Termin hast, darfst du gerne eintreten. Hab ich nicht. Wie viele spielen jetzt? Oh Leute, muss ich wieder den Weg suchen. Oh Alter, wie oft muss ich bitte hier einen Weg suchen? Bin das nicht so da? Oh, wieder. Ist das eine komische Quest? Na, wo ist das? Wo komme ich da jetzt rein? Oh Leute, ich habe doch keine Lust, hier nicht umzugehen. Denn da ist irgendwo ein Eingang, da von da kommt man irgendwie von unten. Och Leute, dann sag doch, wo ich da langlaufen muss. Ja, hier muss ich langlaufen, sehr schön. Ist eine komische Wegführung. Es ist irgendwie doof, dass du keine Map hast, dass du es nicht mal im Gesamten sehen kannst. Das ist ein bisschen doof. Dass es hier rum und runter geht, finde ich immer so schlimm. Ich hätte ganz gerne so eine Map mal, wo ich so im Gesamten sehe, wie das ist. Ne? Irgendwie habe ich keine. Na gut, ist ja auch egal. So, solange das jetzt nicht eine Suchorgie wird. Okay, ich speichere mal vorher. Damit wir da richtig gehen. Ich weiß zwar wie. Ich habe nur begrenzte Ressourcen, um einen Superarbeiter wegzuschicken, der nicht in Credits schwimmt. Ich habe gesagt, ich so. Hey, mach mit dem Boostpack keinen Blödsinn. Gibt hier schon genug Flugverkehr. Ja. Nichts an, klar? Ich beobachte. Hey, Luisa. Du hast es also gefunden. Und? Hast du was für mich? Yep, bitte sehr. Ja, dir vertraue ich mehr. Ich lasse es vom Mast analysieren. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass Zoe dir ein Angebot gemacht hat. Danke, dass du es abgelehnt hast. Und ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten konnten. Sehr schön. Scheint so, als hätte jemand versucht, die Gelbank zu hacken. Und zwar mit Erfolg. Sagst du immer noch, du hattest nichts damit zu tun, Zoe? Warum in aller Welt sollte ich das Gesetz brechen? Und dann auch noch die Gelbank, mit der ich selbst Geschäfte mache. Also gut, wir werden das überprüfen. Vielleicht meldet sich jemand.
Das wage ich zu bezweifeln. Wir sehen uns. Wenn du was brauchst, egal was, habe ich es entweder oder ich kann es beschaffen. Du kannst bald gar nichts mehr beschaffen. Oh gut, Leute, und damit würde ich sagen, beende ich die Quest und diese Folge heute. Ich danke, wie immer, fürs Zuschauen und dabei sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Haut rein. Bis nächste Folge. Pyrus. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss. Bis dann. Ciao.